lese mir gerade die ganzen Kommentare durch, die ihr ja unter dem Gewinnspielvideo abgegeben habt, und zum Teil sind die echt lustig, wenn da einfach nur irgendwas steht. Ich habe aber auch die perfekte Vorlage gegeben, und zum anderen Teil sind sie richtig schön zu lesen. Vielen Dank für die lieben Worte, das ist echt krass. Vor allem, es sind so viele Leute, das hatte ich gar nicht erwartet. Und wer das kleine Paket also letztlich gewinnen wird, das werden wir am Ende dieses Vlogs auf jeden Fall preisgeben. Beziehungsweise morgen, denn morgen ist eine Woche rum und deswegen wird der Morgen von morgen an dieses Video angehängt. Und jetzt sollte ich aber auf jeden Fall noch meinen ganzen Kram vorbereiten. Heißt Subs, Essen und das war's. Und dann gehen wir zum Markt. Also bis gleich. Ja, also, was ich an Subs abgepackt habe, habt ihr ja so größtenteils gesehen. Ich habe eben das Maca-Pulver mit Proteinpulver und diesem Kakao von Coabach zusammengemischt. Das ist so, ja, das, was ich nach dem Training trinke. Dann habt ihr die BCAAs gesehen. Die habe ich ja erst gedacht, wären nicht so lecker. Aber Maxi hat mich jetzt ja in so eine Richtung gestoßen und hat gemeint, wirklich, die schmecken doch wie Fanta. Und die schmecken halt echt wie Fanta. Und jetzt feiere ich sie richtig. Die gibt es dann vorm Training, wisst ihr Bescheid. Außerdem gibt es vorm Training, also so 1 bis 2 Stunden vorher, zum Beginn der Fastenzeit, ein paar von diesen Reiscrackern von der Koro Drogerie. Die finde ich unglaublich lecker. Ich hatte ja das letzte Mal diese gerösteten Maiskörner. Die waren ja auch ziemlich geil. Aber die Reiscracker, die finde ich noch viel geiler. Beim nächsten Mal werde ich auf jeden Fall auch noch mal einen anderen Geschmack, also ein anderes Gewürz ausprobieren. Ich glaube, es gibt noch Barbecue und noch irgendwas. Aber sehen wir dann. So sehen die aus. Außerdem dazu dann nochmal etwas BCAAs, 15 Gramm. Und eine Banane. Und dann habe ich so um die 1500 Kalorien und richtig, richtig viel Fett offen und kann lecker was essen gehen. Denn heute werde ich mich mit Christina treffen. Christinas Lifestyle könnt ihr gerne auf Instagram mal abchecken oder auch auf Snapchat oder auf ihrem YouTube-Kanal, den sie demnächst starten wird. Wird bestimmt ganz interessant. Ihre Fotos auf Instagram sind schon immer qualitativ so hochwertig und sympathisch. Also schaut da auf jeden Fall mal rein. Und jetzt wollte ich auf jeden Fall bei Marco vorbeischauen, denn es wuchert. Viel Spaß! Alltagstauglich gemacht und jetzt fehlt nur noch eine Sache, um den Alltag auch richtig zu starten. Oh nein, noch eine Sache fehlt, und zwar das Ladekabel für die Kamera. Irgendwie habe ich vergessen, den Akku zu laden. So, also Ladekabel am Start. Das bedeutet aber, ihr kommt jetzt an den Strom geschlossen, damit ihr nachher wieder zusehen könnt, und ich fahre nach Stuttgart, also sehen wir uns später wieder. So Leute, der Infotag ist jetzt für mich schon vorbei und ich habe mich weggestohlen. Und jetzt geht's trainieren, heute Unterkörper mit Schwerpunkt Kreuzheben. Ich probiere heute, ja, letztes Mal hatte ich die 130, ich denke mal, ich versuche die einfach zu halten. Und dann treffe ich mich mit Tamara und Mary und später mit Christina.
Leute, Training ist durch. Ihr habt ja gesehen, was anstand. Kreuzheben, Frontsquats und ja, im Anschluss dann auch Beinbeuger. Nein, Quatsch, erstmal Ausfallschritte, dann Beinbeuger an der Maschine und dann Bauch. Eigentlich noch Waden, aber ich hatte keinen Bock auf Waden und ich hab Waden. Ja, und jetzt geht's dann in die Stadt. Wie gesagt, Mary und Tamara treffen. Ich warte aber noch auf deren SMS, wo sie denn sind. Gerade als ich fertig war mit dem Training, hat auch Julius geschrieben, ob ich noch ins Fitmon komme. Blöd. Schade. Nächstes Mal vielleicht. Ich hätte schon ein bisschen Hunger. 1,4 sind noch offen, ein bisschen mehr sogar. Und da kann ich mir auf jeden Fall jetzt was Kleines gönnen und dann später noch richtig essen gehen. Ach so, ja, eben gab's natürlich den Shake noch. Und ich schwör's euch, das Macker, ich feiere das. Ich feiere das und ich habe es bei der Koro-Drogerie für 19,90 das Kilo bekommen. Ich weiß nicht, ob es das irgendwo günstiger gibt, aber eigentlich ist die Koro-Drogerie mit ihren Großpackungen und den Preisen immer ganz fair dabei. Also könnt ihr auf jeden Fall reingucken. Und jetzt gehe ich in die Stadt. Und wo sind die beiden? Natürlich da, wo es mir so richtig gut gefällt. Im Starbucks natürlich. Dankeschön. Und ihr? So, jetzt hole ich die Christina ab und ich denke, dann gehen wir erstmal was essen. Ich hatte auf jeden Fall Hunger. Gut, wenn man an unterschiedlichen Stationen wartet. So Leute, und zwar bin ich jetzt nicht mehr alleine. Hey, ich bin Christina. Und ich freue mich jetzt auf Bones. Ich habe nämlich Werbung dafür gemacht bekommen. Ich habe Hunger. Also, sie hat Hunger. Genau, wir wollen nämlich Bowls essen gehen. Mexican Bowls. Viel Spaß. Nee, war überhaupt nicht lecker. Nee, hat echt gar nicht geschmeckt. Nee, hat mir nicht geschmeckt. Würde ich nicht hingehen an eurer Stelle. Keine Empfehlung. Nee. Den letzten Vlog einfach ignorieren. Das war mega geil. Es gab Sojaschnetzel. Oh mein Gott. Ja, die hatte ich das letzte Mal auch nicht probiert und die waren echt lecker. Ja, und Sojaschnetzel sind live. Gerade eben war wahrscheinlich der Fokus nicht so gut. Tut mir leid, das Brillen aufsetzen. Das ist eh die Message, Sojaschnetzel sind geil. Sojaschnetzel sind super geil. Ja. Und wir können noch eins weiter. Jetzt ist der Plan folgender. Ihr guckt bei ihr auf dem Channel vorbei. Ja, Christina-S-Lifestyle und bald positive Tina. Genau, und alles nochmal in der Beschreibung. Und was machen wir jetzt? Gehen jetzt essen. Man muss nämlich immer weiter essen. Weil jetzt war herzhaft, jetzt ist wieder süß. Ja, genau. So muss es sein. Und auch wenn die Bowl relativ groß war, es gibt immer einen Nachtischbauch und der muss halt gefüllt werden. Das ist so. Also sehen wir uns gleich mit dem Rauch- und Nimmersaft wieder am Start. Genau. Habe ich jetzt abgesetzt, war super schön auf jeden Fall. Hat eine Menge Spaß und haben super lecker gegessen, kann ich definitiv sagen. Der Kuchen war sehr gut. Aber jetzt erstmal nach Hause fahren. Wir sehen uns dann gleich. Hey Leute und willkommen zum nächsten Tag. Ich habe gestern dann einfach geschlafen und bin heute aufgewacht und bin leider krank. Das heißt, Training fällt leider flach. Scheiße. Aber ich bin euch ja noch eine Verlosung schuldig. Und ja, ich wollte es eigentlich mit Zetteln machen, wo ich alle Namen aufschreibe. Aber es haben wirklich so viele Leute dran teilgenommen und das freut mich echt mega. Eure Kommentare waren
eure Kommentare waren echt genial, dass da einfach mal irgendwas stand oder ihr einfach nette Sachen geschrieben habt. Vielen Dank dafür. Und deswegen habe ich mir jetzt gedacht, wir machen das Ganze mit der Website. Also wir haben jetzt zuerst mal unsere Seite. Und hier sind die ganzen Kommentare. Ihr seid der Wahnsinn. Ihr seid echt der Hammer. Tausend Dank. Und dann nehmen wir hier oben jetzt diesen Link und kopieren ihn. So, da unten steht jetzt Random Pick Winner. Also entscheiden wir uns für Random Pick Winner. Und der Gewinner ist... Nein, fokus hier an. Frederike, na? Gardeberg. Süß, sie hat sie kommentiert. Ja, herzlichen Glückwunsch dir. Ich lass dir das Paket zukommen, sobald du mir deine Daten einfach ja am besten per Instagram zugeschickt hast. Natürlich nochmal vielen Dank fürs Mitmachen, hat mich riesig gefreut. Das nächste Gewinnspiel kommt bestimmt. Vielleicht machen wir ja auch mal auf dem Fitness-Channel ein Gewinnspiel. Da könnt ihr auf jeden Fall auch mal vorbeikommen. Link wisst ihr in der Beschreibung. Und ja, euch wünsche ich jetzt noch einen schönen Tag. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Schaut bei Christina unbedingt vorbei. Da kommen, glaube ich, sehr, sehr qualitativ hochwertige Videos und ja, auch mit guten Inhalten. Und ansonsten sehen wir uns dann zum nächsten Vlog. Macht's gut. Oder Rezept. Bis bald.